Und somit herzlich willkommen zu Terranigma, was eindeutig kein Pokémon-Content ist, was bisher den Kanal bestimmt hat und auch weiterhin bestimmen wird. Allerdings, weiß ich nicht. Ich bin ein großer Liebhaber der alten SNES-Games, Terranigma, Secret of Mana, Secret of Evermore, Zelda and so on. Und hab auf jeden Fall Bock, das wieder ein bisschen zu zocken und dachte, wenn, dann kann ich es auch teilen. Pokémon, Nintendo, das geht so ein bisschen einher, ist schon okay. Denke, das wird bei guten, keine Ahnung, 90% Pokémon-Content bleiben und ab und an ein bisschen was anderes. Und wir spielen Terranigma und wer Terranigma nicht kennt, der, kann man jetzt gar nicht anders sagen, hat es tatsächlich verpennt. Das gute Spiel ist von 96 und von Enix, heute namentlich Square Enix, und ist schlicht und ergreifend eine Perle der RPG-Vergangenheit. Keine Ahnung, was ich da sagen soll. Wir springen einfach mal rein. Wir heißen natürlich Vince. Was soll ich sagen? Terranigma, es gibt einen kleinen Abspann, den ich euch allerdings erspare, denn der ist 4 Minuten voller Cringe. Im Endeffekt erzählt er die Geschichte, wie 2 Welten entstanden sind, eine Oberwelt, eine Unterwelt, gut und böse, und ein Krieg entbrannte und die Unterwelt irgendwann versiegelt wurde. Und mehr will ich auch gar nicht sagen. Wir spielen Ark. Also, er heißt wirklich Ark mit K. Jetzt heißt er Vince. Und das ist unsere Freundin. Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Den gleichen Traum wie jede Nacht. Nicht wundern, ich werde übrigens nicht alles vorlesen. Ich finde das furchtbar anstrengend, wenn jemand in so einem charakterreichen alten Super Nintendo-Spiel wirklich jeden fucking Text vorliest. Ja. No? Geh raus. Der Kristallnebel ist so schön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Okay. So machen wir das. Das Ganze ist natürlich ein bisschen aufpoliert. Wir spielen nicht in der alten Originalgrafik, sondern schön mit neuen Shadern, die wir drüber gelegt haben. Und Terranigma ist ein Spiel, ganz im Gegensatz zu vielen der anderen alten Spiele, wo du wenig Interaktionsmöglichkeiten mit Möbeln oder ähnlichem hast. Also es verstecken sich keine Bücher oder Items oder irgendwas da drinne. Ist auf der einen Seite sehr schade, weil du halt wenig erkunden kannst. Auf der anderen Seite musst du halt auch nicht stundenlang durch jedes Gebäude rennen und gegen alles mal A drücken. Was du machen kannst, ist immer schön. Du kannst Dinge hochheben und du kannst einfach mal random damit Leute abwerfen. Und die finden das total geil und sagen, wow, du bist voll cool, Vince. Hm? Okay, Triple Hit. Ha, Vince, hat wieder dich wach geküsst? Liebe muss schön sein. Einst sprach der Weise, die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was er wohl damit meinte. Also ich werde immer mal wieder random ein bisschen was vorlesen. Ich bin noch nicht der größte aller Erkunder jemals. Mensch, das habe ich gesehen. Ja, Entschuldigung. I'm sorry. Du kannst mir beim Kochen helfen. Gib mir bitte den Krug dort drüben. Er enthält Gewürze. Ich befürchte, dass das nicht gut gehen wird, junge Dame. Soll ich dich wieder entketten? Nein. Ich, tschüss. Okay. Also wir sind tatsächlich einfach schon dorfbekannt. Auch ich möchte den Kristallnebel sehen, doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft. Kerl, bist du dumm? Also ihr werdet sehen, warum ich das frage, weil... Ja, bevor ich es vergesse, der alte weise Mann möchte dich sprechen. Der Kristallnebel ist einfach immer da draußen. Jeden Tag. Es ist also wirklich dumm, nicht rauszugehen, weil man dann blind werden könnte. Mit euch habe ich gleich noch genug zu quatschen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir gehen kurz zum alten weisen Mann. Vince tritt näher. Okay. Man hat sich über dich beschwert. Ja, du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Die Auswahlmöglichkeiten sind grandios.
Tut mir leid, aber es ist einfach über mich gekommen. Ich habe mit den Hühnern Fußball gespielt. Was halt so über einen kommt. Dann geh jetzt und entschuldige dich bei den Webern. Klar? Okay. So. Das ist Christa. Ein wunderschönes Dorf. Und das ist der Kristallnebel, der einfach immer da ist. Und wir sind eindeutig nicht blind. Ich bin zwar... ruhig, Angel. Ja, okay. Ich bin zwar nicht der größte Erkunder, aber so ein bisschen vom Dorf zeige ich euch natürlich. Nicht wundern, wenn ich nebenher ein bisschen huste. Ich hoffe, ich schneide es raus, wenn es nicht so häufig vorkommt. Ich bin ein wenig am Kränkeln und zocke entspannt von der Couch aus. Was übrigens auch der Grund ist, warum ich auf die Webcam verzichte. Ich sehe aus, wie jemand aussieht, der krank ist. Und, keine Ahnung. Irgendwie ist das so ein entspanntes Couch-Ding. Und, kein Bock auf die Kamera zu achten. Vielleicht ändert sich das später mal. Wenn ihr eine wollt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten ist das hier einfach so ein entspanntes Zocken für mich. Und vielleicht guckt einer zu. Ah, die Magier. Kristalle bergen einzigartige Zauber in sich. Nur wir Magier verstehen es, diese Zauber in Ringen oder Medaillen zu bannen. Spoiler-Alarm, Magie in Terranigma ist Trash. Also komplett. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Soweit dann zu komplett. Aber die meisten sind schlecht. Und sobald wir welche erlangen, zeige ich euch auch warum. Was ist hier los? Ein Schild, das ich nicht lesen kann. Wie gesagt, du kannst halt mit fast nichts interagieren tatsächlich. Das Orakel. Vince, du, ich werde in deine Zukunft schauen. Ja, mach doch mal. Das Kopfwackeln ist so gut. Etwas Schlimmes wird geschehen. Du wirst eine lange Reise antreten. Das ist übrigens eine mutige Prediction, weil... ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler. Es gibt keinen Ausgang aus Christa. Christa ist einfach alles, was es gibt. Ey, Vin, spiel mit mir. Oh Gott, es läuft. Läufst du mit hinterher? Tschüss. Wo ist die Weberei eigentlich? Ist das die Weberei? Es ist lange her, dass ich das gespielt habe. Da war ich... 7? Vince, bitte bring den Kindern keinen Unfug bei. Gestern erst haben sie hier alle Krüge zertrümmert. Das würde ich nie tun. Das würde ich nie tun. Ich würde auch niemals Köchin das Essen klauen. Außer jetzt. Okay, das ist nicht die Weberei. Ist es nicht schön hier? Manchmal sehe ich etwas in diesem Teich. Es sieht aus wie, Kontinente. Was es wohl zu bedeuten hat? Okay. Wir warten auf Melina. Sie wird später mit uns spielen. Okay. Oh oh. Du schon wieder. Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Na komm. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du wirst in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Okay. Wenn ich das nächste Mal mit den Hühnern Fußball spiele, dann treibe ich sie in ein anderes Haus. Ich darf sonst nicht mehr mit dir weggehen. Das ist schlecht. Gut, wir haben uns entschuldigt. Und vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz, was hier ist. Hüpf, hüpf. Hast du gesehen, wie hoch ich springen kann? Guck mal, ich auch. Hallo, ich bin der sprechende Kürbis. Ja, hi. Ich hoffe, der Kristallnebel schadet dem Kürbisfeld nicht. Okay. Ist der vielleicht doch nicht immer da? Habe ich vielleicht Unsinn erzählt? Ich glaube, der ist immer da. Oh, was ist denn hier los? Nichts zu machen, die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat.
Vince, du kommst gerade recht. Der Weise ist ausgegangen. Wir wollten noch etwas ausprobieren. Diese blaue Tür. Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. Vince, willst du es probieren? Ja, klar. Vielleicht gelingt es ja dir. Okay, was habt ihr sozusagen? Du könntest es schaffen, diese Tür zu öffnen. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin ja auch einfach gut. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Tür zu öffnen. Der Weise sagt, dass etwas darin ist, das wir nicht berühren dürfen. Na dann, auf geht's. Vermaledeit, sie scheint versiegelt. Ich liebe diese alten Super Nintendo-Übersetzungen. Vermaledeit. Alle hopp. Schaut, da ist ein Riss in der Tür. Das könnte die Lösung sein. Ja, natürlich. Und alle hopp. Er haut erstmal ab da unten. Hilfe! Zu Hilfe! Helft mir! Hallo? Hat der Weise da was im Keller? Jemanden? Habt ihr es auch gehört? Ich muss mal dringend aufs Klo. Ich sehe ja später. Völlig normal, wenn man endlich die Tür aufhat. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Und du so? Was? Schon so spät? Dann muss ich los. Wir sehen uns später. Ja, nee, klar. Alles gut, Jungs. Alles gut. Ihr habt's drauf. Die Pose passt. So. Auf geht's in den Keller. Nicht wundern, wenn ich nebenher mal so ein bisschen komischer rede als ohnehin schon. Ich lutsche hier so wunderbare Heizhusten-Lutschtabletten. Helft mir. Lasst mich raus. Alles klar. Es ist eine Kiste, Truhe, irgendwie sowas. Und sie ist ziemlich hyperaktiv. Ist es eine Disco-Kugel? Okay, lass uns mal an die magische Disco-Kugel irgendwas. Au, au! Bist du wirklich willens, das Siegel zu brechen? So sei es denn. Tritt näher. Hatte ich jetzt irgendwie nochmal die Option? Bist du dir sicher? Egal, Antwort will ich gar nicht hören. Let's go. Konzentriere dich und berühre die Truhe. Ah, darf ich doch. Okay. Kann ich jetzt gehen? Boah, ich kann wirklich gehen. Okay. Helft mir. Oh, okay, das ist jetzt von vorne los. Sorry, das wusste ich nicht. Bist du wirklich willens? Ja, ja, bin ich. Okay. Auf den Sound habe ich so gewartet. Ich präsentiere einen der geilsten Super Nintendo Charaktere ever. Endlich, nach all den Jahren, ich bin wieder frei. Du musst mein Befreier sein. Ich habe viele Namen für dich. Für dich bin ich Fluffy. Bist du ein Dämon? Hatte ich ja weise deshalb unter Verschluss gehalten? Ich bin ein Wesen, das älter ist, als du es dir vorstellen kannst. Der Weise hatte Angst, dass die Truhe in falsche Hände gerät, deshalb versteckte er die Truhe im Keller und versiegelte sie. Sie ist mein Heim, sie hat die Macht zu schöpfen und zu vernichten. Was bedeutet diese Truhe? Wer immer das Siegel bricht, ist der neue Besitzer der Truhe. Von nun an kannst du in die Truhe gelangen, wann immer du die Select-Taste drückst. Ich werde dich nun in das Geheimnis einweihen. Folge mir. Alles klar. Okay, Zauberschatulle. Magische Ringe und Medaillen. Alle Crap. Da geht's. Um zu zaubern, wählst du in der Utensilienkammer die Schatulle an. Okay.
Das ist das Handbuch des Kriegers. Hier erfährst du alles über deinen Hacken. Das komplette Menü, was wir gerade gezeigt bekommen, ist bis auf den Ego-Spiegel halt wirklich, wirklich Unsinn. Ich zeige euch auch gleich, warum. Hier siehst du Stärke, Abwehr, Glücks- und Erfahrungspunkte. So, Funktionsmenü, Tastenbelegung. Dies ist die magische Karte. Sie erleichtert die Orientierung in Labyrinthen. Und das ist das Buch der Aktionen. Es enthält Hinweise zu all deinen Aktionen. Auf in den nächsten Raum. Dinge. Dies ist die Utensilienkammer. Um die hier auch bewahrten Dinge. Ach, ist ja auch egal. Ja. Es gibt einen Short-Button quasi für Items. Und alles andere musst du halt manuell auswählen. Und wenn du diesen Short-Button ändern möchtest, musst du tatsächlich einmal in die Truhe zurück. So war das zu Zeiten von limitierten Tasten. Waffen. Dies ist die Waffenkammer. Hier sind alle Waffen gelagert. Um im Kampf verstehen zu können, musst du immer eine Waffe auswählen. Das erscheint sinnvoll. Und Rüstungen. Hier befinden sich alle Rüstungen. Vergiss nicht, zu deinem Schutz immer eine Rüstung zu tragen. Auch das ist sehr sinnvoll. Jetzt bist du dran. Erkunde die Truhe. Du sollst nochmal in die Waffenkammer gehen. Dort wirst du etwas ganz Besonderes finden. Du wirst es ganz sicher mögen, Vince. Okay, kurz gucken, ob ich hier wirklich was auswählen kann schon. Nee. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass man sich in der Truhe selbst bewegt. Ansonsten steuert man Fluffy. Kann ich Fluffy anspringen? Ja, dass ich fall ins Loch. Das Loch ist übrigens auch dumm. Das ist dafür da, dass man Sachen wegschmeißen kann. Was halt ziemlich blöd ist, weil es gibt, glaube ich, nicht mehr Waffen als Plätze. Also es gibt keinen Grund, eine Waffe wegzuschmeißen. Vince, du hast das Siegel gebrochen. Hörst du mich? Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemanden, dem ich dienen kann. Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wie viel vor dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt. Wirst du meine Gaben nutzen? Sicher doch. Gib her. Vince erhält eine Waffe. Primäre Waffe in Terranigma sind tatsächlich Lanzen und Speere. Was ich ziemlich feier, weil endlich mal halt kein Schwert. Sieh an. Scheint, als ob er Gefallen an Vince findet. Du bekommst Gesellschaft, Vince. Geh nach draußen. Okay. Vince, bist du in Ordnung? Ich habe dich überall gesucht. Huch, was ist das denn für ein Ding? Danke für die nette Begrüßung. Anmutige Sterbliche. Er scheint eine gutmütige Kreatur zu sein. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich fühle, dass was Schreckliches geschehen wird. Du hättest das Siegel nicht brechen dürfen. Woher weißt du vom Siegel, wenn ich fragen darf? Spürst du auch diese Kälte? Vince, lass mich nicht allein. Hallo? Melina? Was ist los? Melina? Was hast du mit Melina gemacht? Das Unheil nimmt seinen Lauf. Dies ist das Schicksal aller Bewohner des Dorfes. Schau mich nicht so böse an. Nicht ich habe es getan, du hast es getan. Du hast das Siegel gebrochen. Ja, hallo, du hast um Hilfe gebeten. Doch für meine Befreiung schulde ich dir etwas. Ich verrate dir, wie du Melina und O, die anderen Bewohner, zurückverwandelst. Verlass das Dorf und erkunde die Außenwelt. Du wirst die Zukunft entdecken, die diese Truhe offenbart. Viel Glück. Ist tatsächlich gar nicht so einfach, das vorzulesen, weil die alte Schrift... Keine Ahnung, irgendwie die Abstände sind so groß. Fluffy, was... Wo bist du? Der Weise, er hat die Truhe versiegelt. Er hat magische Kräfte. Vielleicht konnte er der Eisstarre entgehen. Ja, das könnte sein. Aber ich will euch ganz kurz zeigen, warum dieses ganze Menü hier völlig für den Arsch ist. Das hier ist die Zaubertruhe. Die könnte cool sein, wenn Magie was taugen würde. Dann haben wir hier Attacken. Und also es zeigt dir halt, welche Moves du hast, grundsätzlich. Aber nicht, wie du sie ausführst oder... irgendetwas halbwegs Sinnvolles. Gehst du auf Aktionen, dann steht da Sprint. Rennen, springen, schnell angreifen. Gehst du auf Schieben, dann steht da große Objekte verschieben.
Und hier ändert sich auch nichts mehr. Also ich glaube, hier kommt irgendwann noch Schwimmen dazu oder so. Weil wir können nicht schwimmen. Aktuell. Aber das war's. So, magische Karte. Geht doch gar nicht. Optionen. Da steht hier Tasten N oder J. Was ist N oder J? Fluffy, A oder B? Was heißt das? So, dann hast du hier verschiedene Fenster und Text und Anzeigen, aber es wird dir auch nicht angezeigt, wie das aussieht. Also das ganze Menü war einfach nur Trash. Was ist passiert? Sag doch etwas, sprich mit mir. Was passiert, wenn wir Leute abwerfen? Nix. Okay. Okay, kein Weiser. Haben wir in die Truhen? Nö. Alles klar. Ah, da ist er. Weiser, du lebst. Dem Himmel sei Dank. Du Unwissender. Du hast diese Situation heraufbeschworen. Diese Tür sollte verschlossen bleiben. Ich hatte große Angst. Aber wir können die Menschen nicht so hinterlassen. Willst du sie wieder zurückverwandeln? Ja, klar, Digi. Genau. Wenn du weißt, was ich tun muss, dann sage es mir jetzt. So sei es. Verlass das Dorf, Vince. Du wirst 5 Türme finden. Was? Außerhalb der Stadt? Diese Türme? Was meinst du damit? Verlass nun das Dorf. Das Tor ist offen. Okay. Was ist das? Das hat der Alte also gemeint. Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ah, oh, das ist so schön. Ich werde überall nachschauen. So, und damit beende ich Part 1 tatsächlich. Und ihr könnt ja mal, keine Ahnung, schreiben, ob das ein Game ist, was euch gefällt, ob Webcam später dann Pflicht ist, wenn ich nicht mehr auf der Couch rumnibbel und so weiter und so fort. Hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein, bis zu Part 2.